Freitag ab 1 sollte es ja eigentlich sein. Hallo, heute live aus Rostock. Ich bin gerade in Rostock und wir waren gerade noch am Strand und es ist so viel Verkehr in Rostock, dass wir es nicht rechtzeitig geschafft haben, da zu sein. Also, aber jetzt geht's los. Hallo Paula und hallo Andrea. Live aus Rostock, wie ihr seht, heute mal unterwegs von einem, ja, wir machen einen Zweier-Workshop zurzeit. Und damit bin ich eigentlich auch schon bei meinem Thema. Hallo Fati und ich grüße euch heute aus Rostock. Mein Thema heute, und ich habe das Handy heute auch in der Hand und das ist alles etwas einfach ja, aus dem Bauch raus sozusagen, mal eine etwas andere Sendung. Mein Thema heute, ich habe ja geschrieben, ein Riesengeschenk in Anführungsstrichen. Und das ist ein Ausdruck, den oder ein Ausspruch, den ich diese Woche Dienstag gehört habe. Und das, was ich jetzt hier gerade mache in Rostock, ist eine Ausbildung zum Mindful Photo Coach. Und das ist eine Mischung aus Fotografie und Coaching-Fähigkeiten. Also wenn Fotografen in eine andere Art, eine tiefere, intensivere, wahrhaftigere Art von Fotografie lernen wollen, beziehungsweise wenn Coaches lernen möchten, mit Fotos zu coachen. Auch da hatten wir gestern wieder ein ganz, ganz schönes Erlebnis damit. Aber darum soll es gar nicht gehen, weil ich stehe ja dafür und ich erkläre da immer ganz viel darüber und habe festgestellt, man kann da so viel drüber erklären, über diese Mischung aus Coaching und Fotografie und die Wirkung, die das hat, aber es lässt sich nicht so gut erklären. Und deswegen habe ich diese Mini-Academy ins Leben gerufen, um es mal erfahrbar zu machen für Fotografen, für Coaches. Und die besteht aus 5 kleinen Online-Workshops à 2 Stunden. Und diese Mini-Academy läuft zurzeit mit Schweizer Fotografen von den Photo Professionals in der Schweiz. Und wir hatten am Dienstag unsere 4. Session. Und während der Session sagte eine Fotografin eben diesen Satz, das ist ja ein Riesengeschenk. Und auch einen wunderschönen Satz, so etwas Schönes habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Und das hat mich dann hinterher so nicht losgelassen, dass ich dachte, ich will einfach mal darüber berichten, weil es einfach so schön ist. Aber nochmal erstmal herzlich willkommen an alle, die jetzt schon da sind. Frau Ewert sehe ich und Simone sehe ich, Sandra sehe ich, Sandra Oberer, herzlich willkommen, Beate, Paula, Fati, Andrea, schön, dass ihr da seid. Schönen Gruß in die Runde aus Rostock heute. Und mal zu meinem Erlebnis. Und zwar, ich glaube, da können wir als ja sowohl coaching-affine Menschen, Coaches und wir Fotografen wieder einiges draus lernen. Mich hat dieser Satz so bewegt, weil es sind ja gestandene Fotografen. Die Mini-Academy wird mitgemacht von Fotografen, die teilweise schon seit Jahren fotografieren, seit Jahrzehnten fotografieren und die wir unser Business ja kennen, die wir mit Kunden umzugehen wissen, die wir gut fotografieren können. Und deswegen dachte ich, was ist da jetzt anderes passiert? Was ist jetzt anders an der Mini-Academy oder was war da das Besondere? Und um es kurz zu beschreiben, was wir dort machen, sind ja diese 5 kleinen Sessions à 2 Stunden. In den 5 kleinen Sessions kommen auch Arbeitsgruppen zustande, die dann im Breakout-Room miteinander arbeiten, also dass Arbeitspaare miteinander arbeiten. Und wir haben eigentlich nur 4 Themen in dieser gesamten Academy während dieser 5 Stunden. Und die 5. Stunde ist zum Auswerten gedacht. Und die 4 Themen sind jetzt muss ich erstmal mich ein bisschen sammeln. Die 4 Themen sind, dass wir bei der ersten Session mal einsteigen in die Bilder. Also welche Ebenen haben Bilder überhaupt? In Bilder, man sieht ja auf Bildern, was drauf ist, aber Bilder speichern eben noch so viel mehr als das, was man offensichtlich mit den Augen sieht. Und das hat ganz viel mit dem Betrachter zu tun. Das heißt also, sich dessen mal bewusst zu werden. Dann eben auch, falls ihr es knabbern hört, schaut mal, das bin nicht ich. also Bilder haben ja diese Ebenen. Und die zweite Session ist, wie bekommen wir denn nun diese Ebenen als Fotografen in diese Fotos hinein? Also wie kriegt man denn das hin, dass Fotos so gehaltvoll sind,
dass eben tatsächlich man auf dem Bild natürlich eine hohe Qualität sieht, aber dass dieses Bild zum Beispiel eben für einen Kunden sehr wertvoll ist, bestimmte Kräfte weckt wieder, bestimmte Erinnerungen an die eigenen Wünsche und Bedürfnisse weckt und so weiter. Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das ins Bild hinein? Das ist die zweite Session und in der dritten Session tun wir dann noch dieses wie nenne ich das? Diesen Aspekt von Intuition hinzu. Und da gibt es dann wieder eine Arbeitsgruppe, wo man mit diesem neuen Wissen um die Tiefe von Fotos und welche wertvollen Elemente sozusagen in Fotos gespeichert sein können und wie man im Gespräch mit seinem Kunden intuitiv heraushört, was könnte dafür das beste Motiv sein? Was fällt mir dazu, wenn ich richtig zuhöre, wirklich ein? Und das üben wir da wirklich. Und in unserer kleinen Mini-Academy jetzt war es der Fall, dass wir das also auch in Breakout-Rooms geübt haben. Und wir hatten die Gruppen wohlweislich schon so eingestellt, dass die beiden jeweils, dass die beiden Fotografen der Paare, der Arbeitspaare, möglichst örtlich nicht so weit auseinander sind. Das heißt, wenn die beiden im Üben, im gut Zuhören üben, im Intuition üben, vielleicht auf eine coole Idee kommen, dass die sich wirklich treffen können und dieses Bild mal fotografieren können. Und das ist dann auch passiert. Tatsächlich haben dann vier Paare sich getroffen und haben sich gegenseitig fotografiert. Also immer im Sinne von, der eine ist Kunde, der andere ist Fotograf und dann werden die Rollen gewechselt und dann ist der andere Kunde und der andere Fotograf, sodass also jeder tatsächlich ein Bild des anderen Fotografen von sich bekommen hat, aber eben auf Basis dieses nicht nur hinhören, sondern wirklich zuhören. Wirklich merken, was wünscht derjenige sich, aber was steckt da auch für ein Bedürfnis dahinter? Was fällt mir intuitiv dazu vielleicht für ein Motiv ein? Und ich glaube, wenn ich jetzt also reinhöre, nochmal hallo an alle, die jetzt dabei sind. Ich sehe auch Foto Marcella. Wir hatten doch schon seit Ewigkeiten nichts mehr miteinander zu tun. Ich erinnere mich, vor 20 Jahren, glaube ich, haben wir doch miteinander zusammengearbeitet. Und ich habe Arbeiten, glaube ich, für euch gemacht. Kann das sein? Also Foto Marcella Berlin sehe ich hier gerade. Deswegen so ein bisschen macht's gerade Klick bei mir. Also nochmal herzlich willkommen an alle. Am Freitag ab 1, heute ein bisschen später, weil wir noch am Strand waren und Rostock so voll war von Verkehr, kamen wir nicht ganz pünktlich an. Nochmal zurück. Ich habe dann gedacht, was war jetzt das Besondere daran? Weil das ist ja, wie gesagt, wir haben ja als Fotografen zusammengearbeitet in der Academy, die wir ja alle die Fotografie schon lange kennen und tun. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, der Unterschied ist. Und der wichtige Punkt vor allen Dingen ist diese innere Haltung des Fotografen. Ich glaube, das macht unheimlich viel aus in der Wirkung, die diese Zusammenarbeit auf unseren Kunden, in dem Fall halt auf den anderen Fotografenpartner hatte. Also auf unseren Kunden hat, als auch auf das Bildergebnis und wiederum das Bildergebnis dann auf unseren Kunden. Und ich glaube, diese innere Haltung, die so unterschiedlich ist, ich würde sie aus meiner eigenen Lebenserfahrung mal so beschreiben. Ich bin groß geworden als Handwerker und Dienstleister. Also ich bin so groß geworden als Fotograf, dass ich weiß, der Kunde kommt zu mir und gibt mir sozusagen einen Auftrag, zum Beispiel für ein Bewerbungsfoto, und ich führe dann seinen Auftrag aus. Und was hier passiert war, war eine andere innere Haltung. Die andere innere Haltung, meiner Meinung nach, war tatsächlich eben die eines Coaches. Oder, wenn man es mal so ein bisschen höher angebunden sagen möchte, das war so eine innere Haltung auch eines Mediums, wenn man es mal so sagen will. Also tatsächlich, im Coaching sagt man dazu die Hebammenhaltung. Das finde ich sehr, eine sehr schöne Begrifflichkeit. Also die Hebammenhaltung. Also nicht ich gebe dem Kunden das, wo ich denke, das ist, muss jetzt so sein, das muss jetzt richtig sein, so habe ich es eben gelernt und so ist es per se richtig, sondern ich gehe eher ran wie eine Hebamme mit der Hebammenhaltung. Das heißt also,
Es ist das Baby des Kunden, was gerade auf die Welt möchte. Es ist gerade sein Job, den er gerade haben möchte. Es ist gerade die Familie des Kunden, um die es geht. Und wenn ich genau zuhöre, merke ich, was in der Familie des Kunden gerade wichtig ist. Was dort gerade vor sich geht, ob dort gerade etwas gefeiert wird, ob dort gerade jemand flügge wird und die Familie verlässt. Na, es geht immer um den Kunden und das, was dort gerade für ein Baby auf die Welt möchte, was dort gerade los ist. Und dieses Foto, was wir machen, ist das Foto des Kunden und es ist sozusagen, hat etwas ganz eng mit dem Leben des Kunden zu tun. Und das kann ich von vornherein nicht wissen, bevor ich nicht wirklich zugehört habe und dem Kunden diesen Raum gebe. Na, in dem Fall haben die beiden Paare sich, oder die Paare sich, diese beiden, Fotograf und der andere Fotograf, der Kunde gespielt hat, gegenseitig einen Raum gegeben, in dem erstmal, ja, raus, wie bei einer Geburt, ne, erstmal rauskommen konnte, worum geht es dir denn und worum geht es dir denn wirklich? Und dann komme ich als Fotograf dazu und denke, okay, das kann ich fotografisch so und so auf die Welt bringen, mit der und der Bildidee. So, und was war dann das Ergebnis? Und ich habe mal Paula gefragt, vielleicht habt ihr mal bei meinem IGTV gesehen, dass ich mit Paula Schwarz aus der Schweiz kürzlich ein Interview gemacht habe. Und Paula ist mit dabei in der Mini Academy. Und ich habe Paula gefragt, ob ich ihr Bild zeigen darf, denn das ist ein Resultat von dieser Art von Zusammenarbeit. Und Paula hat gesagt, ja, ach Tienchen, hi, von Rostock zu Rostock heute, meinen schönen Gruß. Ich bin in Dirko, du bist ja in der Stadt, also wir sehen uns ja heute Abend. Und jetzt nochmal weiter zu unserem Ergebnis. Also was ist das Resultat von dieser Art von Zusammenarbeit? Und Paula hat mir erlaubt, ihr Bild zu zeigen. Und Paula guckt, glaube ich, auch zu. Und ich würde sie gerne dann auch hier mit reinholen. Ich zeige mal das Bild und versuche erstmal Paula mit reinzuholen und dann das Bild zu zeigen. So, Paula, ich versuche es mal, dich hier dazu zu beamen. Paula, hier ist sie. So. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich auch einen Ton habe. Hallo. Hola, hi, hörst du mich? Ja. Ich höre dich auch. Super. Gut. Danke, dass du das mitmachst, Paula. Ja, hi. Ich besuche es. Hi, und ich blende gleich mal dein Bild ein. Ja? Okay. Ja, das ist das Bild, was, um es kurz zu sagen, was Sandra, ich glaube, Sandra Oberer guckt, glaube ich, auch zu, ja. Was Sandra Oberer, also auch eine Fotografenkollegin von dir, gemacht hat, nachdem ihr beide miteinander eben ja dann doch dieses Zuhören und dieses intuitive Zuhören miteinander einfach mal geübt habt, sozusagen. Genau. Und ich blende es einfach mal ein. Mhm. Aber erstmal viele Grüße in die Schweiz. Ja, und danke für die schönen Bilder vom Meer. Ja, gerne, gerne. Oh. Das war mir jetzt ein Bedürfnis. Ja, habe ich gebraucht. Ja, cool, cool. Warte, ich blende mal ein. So sah es übrigens gerade aus bei uns. Ist das nicht herrlich? Oh. Unverschämt. Unverschämt, ne? So, und jetzt kommt gleich dein Bild. Hier ist dein Bild. Das ist dein Bild. Ja. Wo ich drauf bin, ja. Genau, genau. Wo du drauf bist. Genau. Und magst du kurz beschreiben, wie es zu dem Bild gekommen ist? Da müssen wir eine eigene Sendung machen, eigentlich. Geht es so, oder irgendwas, was dir, oder man kann auch sagen, vielleicht, was dir daran jetzt so hängen geblieben ist oder wichtig geblieben ist an dem Bild? Oder auch an dem Vorgang bis zu dem Bild hin? Okay, das ist für mich, ich habe ja den Satz nicht gesagt, das war jemand anders, dass das so bleiben, ich musste das zuerst verdauen. Ja. Die dabei waren, haben das leider mitgekriegt, wie mich das sehr bewegt hat. Und ja. Eigentlich die Essenz von dem Bild ist die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Das war eigentlich die Vision von Sandra, weil wir haben miteinander intensiv gesprochen und erzählt. Und sie hatte ein anderes Bild im Kopf, aber dann, als sie die Bilder angeschaut hat, hat sie gesagt, ja, das ist es. Und ich war total überrascht und ich dachte, Mensch, ja, eigentlich ist das ja alles in einem. Und für mich ist das dann so ein Hoffnungs-,
hoffnungsvolles Bild für das, was noch kommen wird, weil im Ja. Moment ist das sehr anstrengend und super, super zäh alles, viele Sachen, die momentan nicht rund laufen und das ist so ein bisschen ein Hoffnungsschimmer für mich, dass wenn dann alles mal vorbei ist, dann auch die Leichtigkeit wieder Platz hat. Und das ist einfach so, dass das die ganze Zusammenfassung von dem. Und wie es zu dem Bild kam, ja, eben, ich habe da viele Sachen im Kopf gehabt. Ich wusste, ich muss unbedingt noch das Kleid einpacken. Ich muss noch unbedingt auf diesen Hügel. Sandra hatte ihre Vision auch erzählt und ich habe gesagt, ja, genau. Genau so. Und wir gingen wirklich noch eine halbe Stunde durch den Berg hinauf und alles. Und das hat sich echt so gelohnt, weil das wäre sonst nie so geworden. Und Es das hat war ein für mich ein Bedürfnis, dass wir das so umsetzen, weil sie hat die Idee erklärt und ich ging darauf ein und sagte, ja, genau. Machen wir, müssen wir. Nur so. Kannst du damit was anfangen, was ich gerade gesagt habe, mit dieser Hebammenhaltung? Kannst du Ja? das, ja? Ja, das habe ich heute Morgen schon irgendwo gehört. Ich weiß nicht, wo du das gesagt hast. Irgendwo habe ich das gehört von dir. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie so ein bisschen, okay, Hebamme, aber im Prinzip ist es ja unterstützend und nicht eingreifen in den Lauf der Natur. Und für mich ist das schon sehr passend, wenn man mal Hebamme nicht zu bildlich sieht, wie Ja, ich dann, ich natürlich. habe dann schon gesehen, wie das Bild auf die Welt kommt, so. und ja, aber das stimmt schon, ja, kann ich viel damit anfangen, ja. Ja. Du hattest das ja gerade schon so kurz erwähnt, was ich so beeindruckend fand. War tatsächlich, Sandra hat dann erzählt, sie sah eben, weil du sagst, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und sie hätte gerne noch mehr Bilder ausgearbeitet, um dann so ein Triptychon oder so ein Dreierbild zu machen. Ja, noch mehr, ja, genau. Also, aber alles Und in einem genau. Bild. Die Kulisse ist einfach und ich spaziere dann so quasi von der Vergangenheit in die Gegenwart, in die Zukunft. Aber Ja. für mich, aber das war so lustig für uns alle, war ja das eigentlich das Genau. Bild, was ja alles schon vereint. Genau. Und den Ja. Moment fand ich so ganz interessant, dass wir, das muss man ja auch noch dazu sagen, das ist ja eine Online-Academy eigentlich. Ihr habt euch ja dann quasi zwischen den Sessions getroffen, um das Bild zu machen. Und dass wir online plötzlich so ein, also mir war es jedenfalls so, dass wir so einen kurzen Moment hatten, wo so unausgesprochen war, braucht gar nicht drei Bilder. Also es war, als ob alle sich so einig waren oder die meisten sich einig waren, nee, dieses eine Bild drückt dieses aus der Vergangenheit, durch die Gegenwart, in die Zukunft, drückt dieses Bild schon total aus. Das braucht gar nicht drei Bilder dafür. Das fand ich so einen tollen Moment. Ja, genau. Ja, Ne? unbedingt. Gut. Ja, cool, Sandra. Sandra, meine Güte, Sandra war, hat's Sie fotografiert, ist auch Paula ist dabei. auch, genau. Sandra, vielen Dank auch nochmal, dass du Paula das Bild gleich so schnell zugeschickt hast und wir es heute zeigen konnten. Und ja, das war, was mich so beeindruckt hat. Und das ist ein Bild davon. Wir haben ja noch auch mehrere Bilder gesehen, ne, Ganz die, viele tolle Bilder. na, und alles Fotografen auf den Bildern, die ja selber schon seit Jahren so viele Fotos fotografieren, kannst vielleicht das für, wie ist das? Oder was nimmst du für dich mit als Fotografin von diesem Erlebnis, selbst in der Art vor der Kamera gestanden zu haben? Für mich war das ja bis vor kurzem ja ein Riesengreuel, vor der Kamera zu stehen. Ja. Ich musste zuerst mit mir im Reinen sein, damit ich offen bin für diese Art von Aufnahmen. Das nehme ich ganz Ja. fest raus. Ja, Für okay. mich persönlich, weißt du, das hat jetzt gar nichts mit all dem zu tun. Das habe ich jetzt für mich gespürt. Wenn ich nicht bei mir bin und nicht ich bin, wie ich bin, kann ich das auch nicht auf den Bildern sein. Es kommt dann immer wieder ein Stückchen mehr dazu. Aber das Bewusstsein, wenn man sich ja das nur schon mal bewusst ist, so zu arbeiten. Und ich denke, ich finde das sehr wertvoll und ich möchte da eigentlich gerne noch mehr so Sachen machen, einfach für sich selber, weil man kann doch sehr viel mitnehmen. Und ich kann mich gut in Kunden hineinversetzen, die keine Lust auf Bilder haben. Dann ist Ja. das so.
Ja. dann ist das auch okay, wie du sagst, als Hebamme unterstützend wirken. Genau. Ja. Das fiel mir jetzt gerade so ein bei den Worten, die du gesagt hast, Ja. weil wenn du dort als, also ich sag mal, als der pure Dienstleister ankommst und sagst, setz dich jetzt einfach mal hin, ich weiß jetzt, was gut für dich ist, passiert dieser Raum, den du gerade beschrieben hast, ne, dieser, ich muss erst mal bei mir ankommen, Ja. damit ich bereit bin, so auf die Bühne zu treten oder so vor die Kamera zu treten. Dieser Raum ist ja dann nicht da, Nein, ne? nein. Und das fand ich, ja, stimmt, Sandra, wieder sage ich Sandra, Paula, meine Güte. Kein Problem, du darfst mir auch Sandra Paula. sagen. Paula, genau. Ja. Ich danke dir sehr. Ich danke dir sehr, dass du das mitgemacht hast, auch Ja. hier dabei zu sein heute Freitag. Nicht nur zuzusehen, sondern mit in die Sendung reinzukommen, dass wir dein Bild zeigen konnten. Ich blende es mal wieder aus, mal sehen. Ich habe es ja langsam gecheckt, wie die Funktion hier geht. Gut. Und sende ganz liebe Grüße in die Schweiz. Danke dir sehr. Und wir sehen uns am Dienstag. Ja, bis Dienstag. Tschüss. Bis Dienstag. Tschüss, mach's gut. Ciao. Ja, danke, Sandra. Wieder Sandra. Paula nochmal. Das soll es eigentlich auch gewesen sein. Ich lese euch aber mal, also für das, was ich rüberbringen wollte. Aber ich habe mir ja mal noch ein paar Sätze mit aufgeschrieben, die dann so kamen. Nämlich, es kam dann als Resultat von unserer gesamten Mini-Akademie so Worte wie die Zukunft zeigen. Also diese Art von Bildern, diese Art von. Ich gebe dem Menschen vor der Kamera erstmal seinen Raum, ne? Und die Bilder, die dann rauskommen, was machen die? Was ist das Besondere? Und wir haben dann so ein Resümee gezogen, wir haben reflektiert und es kamen Sätze wie die Zukunft zeigen. Also diese Bilder zeigen die Zukunft. Sie sind wie eine Brücke zwischen heute und der Zukunft. Sie haben sehr viel Kraft, kam als Satz. Eigenkraft, also Eigenkraft aktivieren. Sie aktivieren Eigenkräfte. Also ich glaube, ähnlich wie Paula gerade sagte, in dem Bild ist die Zukunft schon so mit drin. Ne? Eigenheilung, durchaus auch das, ne? Dass also auch wie man eine Beruhigung merkt, eine Heilung merkt, sehr berührend können sie sein, wertvoll. Und wertvoll ist natürlich ganz einfach. Fotografie ist für uns professionelle Fotografen ein Business. Und wenn unsere Bilder wertvoll sind, dann sind sie wertvoll. Dann werden sie eben auch gut bezahlt. Das ist ja auch eben ein Business. Das heißt also, dort merken wir auch, wenn die Bilder für unsere Kunden wertvoll sind, dann brauchen wir uns quasi über die Bezahlung auch keine großen Gedanken machen. Der Punkt ist nicht dann das Preissystem oder Marketing. Der Punkt ist, sich bewusst zu machen, wann sind Bilder einfach wertvoll. Und das haben wir da auch sehr erlebt, ne? Ja, die eigene, in die eigene Geschichte eintauchen, auch das kam als Reflexion. Gänsehaut und mehr. So ein Element von Gänsehaut und mehr. Sofort mit meiner eigenen Intention verbunden. Da meine ich wirklich nicht Intuition, sondern Intention. Also mit der eigenen Intention verbunden im Sinne, auf einmal durch das Bild zu verstehen, warum mache ich das eigentlich? Warum habe ich dieses Vorhaben? Warum will ich mich jetzt wirklich bewerben? Weil ich auf einmal merke, es ist gar nicht nur der neue Job und das mehr Geld. Es ist tatsächlich einfach auch vielleicht ein Stück mehr Freiheit, ein Stück mehr mitentscheiden können. Also dieses Warum dahinter zu entdecken, passiert auch in den Fotos, was schon allein für viele Menschen wahnsinnig wertvoll sein kann, mal zu verstehen. Innige Wünsche, ein Riesengeschenk kam eben auch als Satz. Und ja, so etwas Schönes habe ich lange nicht mehr erlebt. Da schließt sich der Kreis. Und ja, das soll es gewesen sein. Heute mal eine relativ kurze, knackige Sendung zum Freitag ab 1 aus Rostock heute live. Und ja, wenn ihr Lust habt da drauf, meldet euch bei mir. Es gibt, wie gesagt, die volle Ausbildung, die geht ein Jahr. Auch wenn ihr einfach Fragen habt, Ideen dazu habt, eigene Erfahrungen damit gemacht habt, immer her damit. Mich interessiert dieses Thema einfach brennend und vielleicht den einen oder anderen auch. Und die nächste Mini-Akademie wird dann im Mai starten. Also auch wer da Lust drauf hat, meldet euch einfach rechtzeitig bei mir hier über Nachricht oder über eine E-Mail. Ich habe meine Website, lausnamann.coach. Und ihr findet dann alle bisherigen
Sendung, jetzt ist es ja die 8. Sendung, findet ihr auf meiner Website, also an drei Stellen. Die findet ihr als Blogartikel auf meiner Website, LarsNeumann.coach. Ihr findet sie immer hier auch bei Instagram im IGTV und auch bei YouTube. Na, und YouTube ist ja immer schön, wenn ihr es eventuell mal anderen Leuten zeigen wollt. YouTube-Links ja, verteilen sich ja wunderbar einfach in der Gegend herum. Ja, das war's. Wenn ihr Fragen habt und so weiter, her damit. Ich lasse mal noch ein, zwei Minuten an. Das heißt also, wer noch einen Kommentar hat, eine Frage hat, eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nochmal teilt. Wir haben ja die Zeit. Ich lasse es einfach mal noch ein, zwei Minuten an und auch länger, wenn sich noch ein Gespräch ergibt. Ansonsten, ich bin fertig. Ich habe fertig für heute und freue mich, wenn ihr ähnliche, ja, Erfahrungen oder Fragen habt, dann tragt sie einfach gerade mal unten ein und schreibt hier rein. Ich bin noch da. Hier klickert die Uhr im Hintergrund ganz laut. Vielleicht hört ihr das ja. Der Vater ist verschwunden. Ja, ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Das Wochenende fängt ja gerade an. Hier ist wunderschönes Wetter, blauer Himmel, Sonnenschein, stürmisch. Und nö, kommen gerade keine weiteren Fragen oder vielleicht doch. Ja, hier kam auch zu Paula, ne? Tolles Bild, mega schönes Bild. Ja, finde ich auch. Also ich bin da auch ganz beeindruckt. Und was für uns Fotografen, oh wie cool, was für uns Fotografen auch immer interessant ist. Die Bilder müssen technisch nicht besonders aufwendig sein. Das habt ihr vielleicht auch an dem Bild gesehen. Das ist auch meine Erfahrung. Wir waren auch eben gerade in Doberan fotografieren und auch da, wir hatten einen Auffäller mit, den haben wir bei 20% der Bilder genommen. Ansonsten war es wirklich nur die Kamera, aber eben dieses Vorher, dieses Eintunen, ne, wie ich immer sage dazu, das macht die Kraft dieser Bilder aus. Ja. Dankeschön für die Zeit und Energie. Ja, Paula, ich danke dir auch. Ja, Andrea, schicke ich dir. Ich schicke dir die Infos, na klar. No. Ja, dann ich melde mich bei auf WhatsApp nochmal bei dir. Ja, machen wir es so. Dann freue ich mich, dass ihr dabei gewesen seid. Gehabt euch wohl. Bis in 14 Tagen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dann mit der nächsten Erfahrung oder schönen Thema. Und wenn ihr Themen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Erfahrungen zu diesem Thema, diese Mischung aus Coaching und Fotografie habt, diesen genauer hinhören, bewussteren Fotografieren, dann immer, immer zu, ne? Also dann viele Grüße aus Rostock, schönes Wochenende euch allen und bis dann wieder, ne? Macht's gut. Tschüss. Am Rum, ja. Cool, Frau Ebert, lassen Sie es gut gehen. Schön, dass Sie zugesehen haben. So, ich schalte jetzt aus. Macht's gut, alle Mann. Tschüss. War schön, dass ihr da wart.